Hallo, bin ich euch, der grüß euch. Ich will den Great Reset. Richtig. Aber unseren, ja. Ob jetzt eure Aufmerksamkeit? Ja. Wer Licht? Licht, Licht. Jemand was ausgedruckt von Gerald Magel. Das muss ich unbedingt vorlesen. Und der steht zu 100, zu 1000% dahinter. Haben wir schon. So. Also verschluckt es euch nicht. Die letzten 2 Jahre haben uns unzweifelhaft vor Augen geführt, dass es keine Rückkehr zur alten Normalität geben darf. Dass unsere gesamte Gesellschaft einen Neustart, einen Reset benötigt, und zwar einen allumfassenden, einen Great Reset aller Bereiche unseres Lebens. Selbstverständlich nicht die perversesten Fantasien der neuen Amtskirche, der Santa Ecclesia Vaccina. Und nur selbstverständlicher auch nicht die irren und irrsten Altmachtsfantasien von einem Herrn Schwab und Co. Aber ich denke, eine Rückkehr zu vorher darf es auch nicht mehr geben. Es müssen sich unglaublich viele Dinge ändern. Denn es läuft so vieles falsch in unserem Land. Wir müssen Österreich komplett neu erfinden. Ich will keine Parteien mehr, die nach Lust und Laune Posten und Mandate besetzen. Ich will Menschen wählen, Menschen, die bereit sind, eine Zeit lang unserem Land zu dienen, die Verantwortung für ihre Taten und Handlungen übernehmen und mir als Wähler Rede und Antwort stehen. Ich will keine Berufspolitiker und Zivilversager, sondern Menschen aus dem Leben, mit Erfahrungen und Fehlern, die sich einbringen und noch spätestens 2 Perioden zurück ins echte Leben gehen müssen und mit den Gesetzen leben, die sie zuvor beschlossen haben. Ich will mit meinen Steuern keine käuflichen Medienhuren mehr bezahlen, keine Tastaturflitzchen. Keine Tastaturflitzchen, die das Volk manipulieren, statt den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Das wäre die 4. Macht im Staat. Ich will ein Ende der Pressebestechungen, und Strafen möchte ich für die Manipulation, die Propaganda und den Lügenjournalismus. Ich will Informationen, aber nicht Erziehung. Ich will unabhängige, freie, faktenbasierte Wissenschaft, die den Menschen und der Wahrheit verpflichtet ist und nicht den Sponsoren aus Industrie und Staat. Ich will Ärzte, die das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht aus persönlichen Motiven willfährige Helfer eines falschen Systems sind. Ich will Lehrer, die Kindern Informationen und Wissen vermitteln und klar zwischen der eigenen Meinung und objektiven Tatsachen unterscheiden. Ich will Lehrer, die sich vor die Kinder stellen und ihrer Verantwortung nachkommen, die ihnen die Eltern übergeben haben. Ich will eine Ausbildung für Ärzte, Lehrer, Wissenschaftler, für Polizisten, Journalisten und alle anderen Berufe im Dienste der Gesellschaft, die den Charakter und die Moral fordert und fördert und nicht die Anpassung und das Unterordnen unter Systeme. Ich will einen neuen Umgang der Menschen miteinander, eine echte Toleranz und Liberalität in der Gesellschaft. Ich will Zivilcourage statt Duckmäusertum. Ich will Freiheit statt Einordnung und Anpassung. Eine echte Gleichberechtigung statt Quotenwahn und Gleichmacherei. Ich will Vernunft und Realitätssinn statt Ideologie und Fanatismus im Umgang mit unserer Umwelt und Zukunft. Ich will Gleichgewicht und Augenmaß statt Scheuklappen und Dogmen. Ich möchte wieder stolz auf mein Land sein
auf die Menschen und auf die Gesellschaft, mit und der und in der ich lebe. Ich bin bereit, dabei mitzuhelfen und mitzuarbeiten, dass wir den dringend notwendigen Reset schaffen. Aber ich allein kann gar nichts ausrichten. Das schaffen wir nur gemeinsam. Gehen wir es an.